Mein Name ist Athanasios Matsarakis. Ich arbeite an der CAU in Kiel und an der ZBW, dem Leibniz Informationszentrum Wirtschaft. Ich bin Wissenschaftler im Bereich der Wirtschaftsinformatik und habe als Hintergrund ein Studium in Psychologie, eine Promotion in Wirtschaftswissenschaften, habe allerdings die ganze Zeit in unterschiedlichsten informatiknahen Institutionen gearbeitet, wie zum Beispiel auch beim Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe. Und aktuell beschäftige ich mich mit Motivation, im Speziellen mit Gamification. Gamification ist eine relativ spannende und lustige Geschichte, hat primär nicht so viel mit Spielen zu tun, sondern eher mit Spielelementen. Jedes Spiel hat so seine eigenen Möglichkeiten. Man kann Punkte messen, man kann den Fortschritt messen, man kann gucken, wer zum Beispiel der Beste ist oder ähnliches. Und das wird dann so gemacht, dass man eine ernsthafte Anwendung hat und diese wird dann mit sogenannten Spielelementen dann angereichert, damit diese Anwendung dann interessanter ist. Das heißt also mit anderen Worten, wir haben gerade ein Experiment durchgeführt, auch hier in der ZBW in der Bibliothek, wo es darum ging, dass so monotone Tätigkeiten wie Lagertätigkeiten, also ich nehme ein Buch aus dem Regal, bringe es irgendwo hin, bringe es dann wieder zurück, angereichert werden mit solchen Spielelementen. Dazu haben wir dann eine Datenbrille genommen und da diese Spielelemente verwendet, da haben wir dann den Personen Abzeichen gegeben oder Bestenlisten und geschaut, was die so motiviert, dass sie dann schneller die Bücher hin und her bringen. Ich finde es super spannend und super interessant, Zusammenhänge herauszufinden. Wie funktioniert etwas oder warum funktioniert etwas? Also im Grunde genommen sehe ich mich weniger so als Wissenschaftler oder Forscher, sondern mehr so als Detektiv, der natürlich allerdings wissenschaftliche Methoden verwendet. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, das ist so, sondern ich musste so unterschiedliche Hypothesen nehmen, diese testen, dann mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Methoden wie Experimenten, Beobachtungen, Umfragestudien schauen, ob diese Hypothesen valide sind oder nicht. Wenn sie nicht valide sind, dann versuche ich aus meinen Fehlern zu lernen und zu schauen, was man das nächste Mal besser machen kann. Und so funktioniert das immer und immer weiter, bis man dann zur Erkenntnis kommt, warum zum Beispiel etwas funktioniert oder nicht. Und im Kontext meiner Forschung ist das im Bereich der Gamification. Da ist es dann so, dass ich gerne herausfinden möchte, ob einzelne Spielelemente auch relevant sind, weil meistens werden bisher die Spielelemente nur zusammen verwendet, so wie man das eben aus einem Spiel kennt. Da gibt es Punkte, Bestenlisten, Abzeichen und ich möchte gerne herausfinden, ob diese Elemente einzeln funktionieren. Bedeutet aber auch, dass ich hier jedes einzelne Element quasi sezieren muss und schauen muss, ob es in bestimmten Kontexten funktioniert oder nicht. Ich finde an der ZBW gut, dass sie Vorreiter ist im Bereich Open Science, weil Open Science nämlich auch bisher ein Anreizproblem hat. Man hört zwar andauernd, Open Science ist wichtig, es wird auch von der EU mittlerweile auch gefordert, dass man offen und transparent mit seinen Forschungsdaten umgeht, mit seinen Ergebnissen, auch mit seinem wissenschaftlichen Vorgehen, aber es gibt noch nicht scheinbar genug Anreize dazu. Und ich versuche jetzt mit diesen spielerischen Elementen, die ich vorher noch so in eher, klassischen Beispielen geschildert habe, auch im Bereich Open Science herauszufinden, ob vielleicht Gamification dort relevant sein könnte, um Wissenschaftler zu motivieren. Neben Open Science ist ein sehr wichtiger Aspekt zum Beispiel Open Access. Das ist auch relevant für die Bibliotheken, nämlich inwieweit man seine Paper, seine Artikel einfach bekommt, ohne jetzt angewiesen zu sein über Paywalls, also quasi seine Beiträge bezahlen zu müssen. Und da haben wir gerade ein Projekt, wo wir nämlich Open Access, Open Science und Gamification miteinander kombinieren wollen. Und zwar gibt es die Plattform openaccess.net, die bisher mehr oder weniger ehrenamtlich von Mitarbeitern gepflegt wird. Die Inhalte sind dann je nachdem und je nach Wissensstand der Mitarbeiter natürlich eher aktueller und akkurater als andere Artikel. Und was wir gerne versuchen wollen, ist, dass wir eine Gemeinschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dazu motivieren wollen, dass die diese Artikel auf openaccess.net aktualisieren. Und da wollen wir das gerne versuchen mit Gamification, also mit spielerischen Elementen, dass wir da mehr oder weniger ein bisschen Spaß generieren und trotzdem, wenn dann Personen auf diese Plattform kommen, immer die aktuellsten Informationen vorfinden. Also dass diese Wissenschaftler durch Gamification die Plattform aktuell halten. Generell finde ich gut an der ZBW, dass man hier unterschiedlichste Personen hat, unterschiedlichste Hintergründe. Man hat einen Informatiker, man hat einen Wirtschaftswissenschaftler, man hat natürlich die klassische Bibliotheksausbildung und alle von diesen Personen haben natürlich ihre eigenen Aspekte, ihre eigenen Kenntnisse
Und für mich ist es ganz faszinierend und auch ganz wichtig, interdisziplinär zu arbeiten. Und das kann ich hier machen. Ich hatte die Möglichkeit, einen sogenannten Wissenschaftsspaziergang an der ZBW zu machen. Das funktioniert folgendermaßen. Da können sich dann die interessierte Öffentlichkeit, kommt zu einem bestimmten Termin und dann spaziert man so durch das Forschungsinstitut, in dem Fall durch die ZBW, also die Bibliothek, dann durch. Und dann hat man sich irgendwo mal hingesetzt und dann waren dann mehrere Personen, die dann so Vorträge gegeben haben. Und einen von den Vorträgen habe ich gegeben. Ich habe dann so ein bisschen erzählt, was denn so mein Hintergrund ist, dass ich mich sehr gerne für Spiele interessiere. Und direkt ganz vorne saß ein etwas älterer Herr, der während meines Vortrags mich immer grimmiger und grimmiger angeschaut hat. Und ich habe dann so die am Ende oder am Ende vom ersten Teil von meinem Vortrag dann so die Frage dann gestellt, ja, was meinen Sie? Was hat denn eigentlich all das, was ich hier so erzählt habe zum Spielen, denn eigentlich mit meiner Arbeit hier zu tun? Und da meinte dann der ältere Mann in der ersten Reihe nur, bah, das würde ich aber auch gern wissen. Das war natürlich für mich die perfekte Steilvorlage, weil ich dann natürlich eben die Brücke schlagen konnte zu Open Science, zu der Motivation von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass da eben noch diese riesengroße Lücke ist, dass die eben Open Science ja nicht mal nicht leben, sondern einfach größtenteils auch bisher gar nicht wahrnehmen. Und mit Gamification, dass wir da versuchen, eben diese ja, Brücke zu schlagen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit zu motivieren. Am Ende von meinem Vortrag, vom zweiten Teil dann, hatte ich auch dann diesen älteren Mann etwas überzeugt oder nicht nur etwas überzeugt, sondern hat mich dann freudestrahlend angeschaut und hat dann auch zu mir gesagt, jetzt habe ich verstanden, was hier die Spiele bzw. Spielelemente mit der Wissenschaft zu tun haben.